In diesem Buch nur kurze Auszüge der Protokolle der Weisen von Zion, wie auch vom Neuen Testament Satans, wiedergegeben sind, ermöglichen diese doch einen hinreichenden Einblick in die wesentlichen Machenschaften der Drahtzieher des Weltgeschehens. Selbst wenn man weiterhin bestreiten wollte, dass ein derartiges Vorgehen der Illuminati, im Hinblick auf die Herrschaft dieser Welt, unwahrscheinlich oder unrealisierbar sei, dass die Völker der Welt nicht getäuscht und die Massen nicht gelenkt und in Kriege verwickelt werden können, kann jeder noch so kritisch denkende Mensch den Unfrieden, den Hass, die Kriege und Unruhen, den Hunger und das Elend in dieser Welt, die Zersplitterung der Länder, der weiterhin eskalierende Rassenhass in jedem Land dieser Welt, das Unabhängigkeitsstreben der Völker, die Ohnmacht der Herrschenden, die Korruptheit der Politiker, die zunehmende Perversion und Roheit der Menschen, die grenzenlose Verschuldung der Staaten, die Instabilität der Währungen, die Wirtschaftskrisen, die Pleiten in der Landwirtschaft, die Arbeitslosigkeit, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die Vergnügungssucht und vor allem die Gottlosigkeit der Menschen, nicht leugnen. Es ist schon ein seltsamer Zufall, dass der gegenwärtige Zustand der Welt perfekt mit den Protokollen übereinstimmt und ebenfalls der Plan Albert Pikes mit erschreckender Treffsicherheit in die Tat umgesetzt wurde. Ich möchte auch nochmal an die Tatsache der Anwesenheit der 5 Rothschild-Agenten bei den Versailler-Verträgen erinnern, was in jedem Geschichtsbuch nachzulesen ist. Diese fungierten als Berater der Staatsführer Englands, Frankreichs und der USA. Und da wir wissen, dass die Verträge so gestaltet waren, dass daraus hundertprozentig wieder Krieg entstehen musste, wird für jedermann offensichtlich, wozu die Rothschild-Berater geraten hatten. Denken Sie noch einmal gewissenhaft darüber nach. Auch möchte ich hier noch einmal die Worte Roosevelts zitieren. In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war. Daher komme ich zu dem Schluss, dass bis zu diesem Zeitpunkt der Geschichte alle wichtigen Ereignisse in den Bereichen Politik und Finanzen nach den Richtlinien der Illuminati abgelaufen sind und immer noch ablaufen. Nur die, die wissen, sehen die Zusammenhänge. Und wenn Sie noch einmal an das Thema Informationskontrolle und an die Namenslisten zurückdenken, werden Sie verstehen, warum nur wenige wirklich wissen. Das ist auch der Grund, warum Hitler alle okkulten und lehrreichen Schriften verbrennen ließ. Wie Dieter Rügeberg so schön sagt: Okkultisten können nur von Okkultisten erkannt werden. Ein Atheist oder Materialist wird nie Gedankengänge oder Beweggründe eines Okkultisten verstehen oder nachvollziehen können. Man unterscheidet zwischen positiven Okkultisten, auch Spiritualisten genannt, und negativen Okkultisten. Der Positive benutzt sein Wissen der geistigen Gesetze, um das Leben zu verstehen und damit sich und anderen zu helfen. Der Negative benutzt es ausschließlich für sich selbst, das heißt zum Ausleben seines Egos. Und so ist es, dass die obersten Okkultisten, in diesem Falle die Negativen dieses Planeten, die Illuminati, die Elite und all ihre Gefolgsloschen als die oberste Spitze in Finanz, Politik, Wirtschaft, Religion und Wissenschaft fast alle führenden Positionen innehaben und das alte satanische Wissen für ihre Pläne benutzen. Auf der anderen Seite steht die Masse von mehr als 6 Milliarden Menschen, die in verfälschten Religionen, Atheismus, Realismus, Materialismus und Wissenschaftsgläubigkeit gezielt unwissend gehalten wird, also eine völlig andere Sprache spricht und auf dieser Welt vor sich hin lebt,
ohne einen blassen Schimmer zu haben, was hier wirklich geschieht. Rügeberg schreibt auch hierzu bestätigend, dass all jene Atheisten und Agnostiker, die im Chor mit den fortschrittlichen Kreisen der Kirchen, den Okkultismus und die Magie als schwachsinnigen Aberglauben hinstellen, überhaupt nicht merken, dass sie einer bewusst geplanten Politik gewisser Kirchen und Logenkreise auf den Leim gegangen sind. So mancher berühmte Atheist würde noch heute im Grabe rotieren, wenn er wüsste, dass ihm seine Ehrenpreise und Auszeichnungen von Angehörigen okkulter Orden und Logen umgehängt worden sind, um ihn als Werkzeug zur Verbreitung bestimmter irreführender Ideen zu benutzen. Sie haben die beiden Weltkriege, und auch den kommenden geplant, finanziert und gewonnen. Sie haben ebenso den Fluch der Drogen über uns gebracht. Sie planen und verursachen Expansionen und Depressionen der Wirtschaften der Länder, und benutzen politische und wirtschaftliche Ereignisse zu ihrem Vorteil, und zum Nachteil der Bevölkerungen. Das ist auch der Grund, warum sie so unvorstellbar reich sind. Diese Menschen möchten auf der einen Seite angebetet und respektiert werden, während sie auf der anderen Seite im Geheimen Nationen ins Unglück stürzen und Kriege anzetteln. Sie haben über die Jahrhunderte hinweg oppositionelle Seiten geschaffen, um die Menschen zu verwirren, und sie benutzen andere, die für sie arbeiten, vorne dran stehen und die Drecksarbeit machen. Geht etwas schief, trifft es die Marionetten und nicht die wahren Täter. Ein Großteil der Menschen glaubt doch tatsächlich, wenn heutzutage ein Krieg ausbricht, sei die entsprechende Nation auch dessen Urheber. Leute, die sich für besonders schlau halten, indem sie glauben verkünden zu müssen, dass irgendeine Nation prädestiniert dafür sei, Krieg zu führen, wie zum Beispiel die ehemals bösen Russen, die gelbe Gefahr oder das ewig faschistische Deutschland, stellen sich entweder nur dumm oder sind es wirklich. Was glauben Sie denn, wo eine chinesische, russische, arabische, deutsche, amerikanische, serbische oder sonst irgendeine Regierung das Geld hernimmt, um seine Rüstungsindustrie aufzubauen? Glauben Sie wirklich, dass es irgendeine Nation gibt, die eine Rüstungsindustrie aus eigenen Ersparnissen aufbauen könnte? Es gibt heute kein einziges Land auf der Welt, das nicht so hoch verschuldet wäre, dass es ohne Kredite von den internationalen Bankiers existieren könnte. Denken Sie, die Serben haben eigenes Geld für die Waffen, um diesen Krieg zu führen? Oder wenn die Russen jemals einen Weltkrieg angefangen hätten, was glauben Sie, wo diese ihr Geld geliehen hätten? Natürlich auch von den internationalen Bankiers. Rothschild hatte nicht umsonst eine Bank im Kreml. Deswegen heißen sie ja internationale Bankiers. Diesen geht es nicht unbedingt speziell um England oder die USA. An der Stelle, an der Geld zu holen ist, sind auch die internationalen Bankiers zu finden. Und da ein Krieg die bestmögliche Geldquelle ist, sind sie auch immer daran interessiert, Kriege zu entfesseln. Wollen diese Bankiers keinen Krieg, gibt es keinen Kredit und somit keine Waffen. So einfach ist das. Will also ein Land einen Krieg führen, muss es zuerst einmal die Bankiers fragen, ob sie diesem Krieg zustimmen. Tun sie es, wird die Rüstung mit deren finanzieller Unterstützung aufgebaut und es kann losgehen. Stimmen sie jedoch nicht zu, da dies möglicherweise nicht mit ihren eigenen Plänen übereinstimmt, gibt es keinen Kredit, und ohne Geld gibt es keine Waffen, und ohne Waffen auch keinen Krieg. Bei einem Krieg geht es nicht nur um ein paar Millionen, hier geht es um riesige Milliardenbeträge. Wie ich im Verlauf des Buches aufgezeigt habe, kam das Geld für die Bolschewiken, für die Deutschen vor, und während des Zweiten Weltkrieges, für die Russen, das kommunistische System, und auch für Saddam Hussein, von den gleichen Geldgebern. Deshalb geschieht in der Politik oder an Kriegsschauplätzen niemals etwas zufällig. Gibt es einen Krieg, muss dieser Krieg geplant gewesen sein, da sonst keine Geldmittel zur Verfügung gestellt worden wären. Folglich sind die derzeitigen Unruheherde wie auch alle zukünftigen, gewollt und perfekt geplant, um dieses eine große Ziel zu erreichen, die Weltregierung. Die Illuminati selbst reden sich raus, indem sie sagen, sie müssen diese eine Weltregierung durchsetzen, um endlich globalen Frieden zu erreichen. Interessant ist, dass sie Kriege als Mittel benutzen, um dahin zu kommen. Glauben Sie, dass diese Leute sich ändern und sich anders verhalten werden, wenn sie die Weltregierung einmal erreicht haben? An ihren Taten werdet ihr sie erkennen.
Gegen eine Weltregierung wäre eigentlich nichts einzuwenden. Sie ist sogar das ultimative Ziel unseres Planeten, würde sie von Menschen geführt werden, die das Wohl der anderen im Sinn haben und die Weiterentwicklung in geistiger, spiritueller und vor allem in freier Hinsicht gewährleisten würden. Das heißt keine Geheimnisse vor anderen Menschen, jedem Menschen das Recht auf freie Entwicklung durch die Präsentation der zurückgehaltenen Informationen zu ermöglichen, falls dies gewünscht ist. Diese Weltregierung, von der in diesem Buch gesprochen wird, ist von der Elite und nur für die Elite gedacht, das heißt der Rest der Menschheit wird dumm gehalten und wird damit zu Sklaven gemacht. Falls Sie immer noch nicht glauben können, dass es, die da oben, nicht im geringsten interessiert, was das Volk will, ob es ihnen gut geht, oder ob sie beim nächsten Krieg überleben oder nicht, zeigt allein schon die Tatsache, dass es in Deutschland und auch in fast allen anderen Staaten der Welt, bis auf wenige, wie die Schweiz zum Beispiel, keine Schutzbunker für die Bevölkerung gibt. War Ihnen das schon einmal aufgefallen? Und die Gefahr eines erneuten Krieges, der auch Deutschland mit einbeziehen könnte, ist nicht nur im Hinblick auf die Protokolle der Weisen von Zion und Albert Pikes Brief sehr wahrscheinlich. Wenn die NATO gegen Russland vorgeht, ist Deutschland mittendrin. Oder zum Beispiel, wenn die Armut und der Hunger in den arabischen Staaten und den nordafrikanischen Dritte Weltländern noch stärker zunehmen, was man auch ohne prophetische Begabung voraussagen kann, werden diese ganz bestimmt nicht nach China oder die USA gehen, um sich zu holen, was sie benötigen, sondern weiterhin nach Europa und Deutschland. Die Schweizer haben damit kein Problem, da sie zum einen Schutzbunker besitzen und Gewehre im Haus haben, und zum anderen in den Bergen wohnen, die die hungernden Menschen ganz bestimmt nicht noch besteigen wollen. Doch die Deutschen werden diesem Geschehen ziemlich wehrlos gegenüberstehen müssen. Für die Elite und unsere Politiker, die es ja ganz besonders verdient haben zu überleben, gibt es zahlreiche perfekt angelegte unterirdische Stützpunkte, mit Nahrungsmitteln und sonstigem, was man zum Überleben mehrere Jahrzehnte braucht. Doch das naive Fußvolk hat man aus Versehen vergessen. Spielen Sie doch einmal selbst diesen Gedanken durch. Wie würden Sie sich denn verhalten, wenn die Serben morgen Stuttgart oder München beschießen würden? Der Ex-Illuminate George Orwell hat in seinem Buch 1984 sehr deutlich beschrieben, wie es nach den Vorstellungen der Illuminati aussehen könnte. Dazu gehört auch die Kontrolle durch die Lasertätowierung. Es gab übrigens mehrere Versuche, die Veröffentlichung des Buches 1984 zu verhindern. Natürlich ist es noch nicht zu spät. Es kann viel getan werden, würden die Menschen aller Nationen endlich ihre himmelschreiende Ignoranz aufgeben und sich wirklich um den Menschen und unseren Planeten Erde kümmern. Doch wir sind durch das Spiel der Illuminati so schön in unserer eigenen kleinen Problemwelt gefangen, dass die meisten sowieso schon lange die Übersicht verloren haben und sich daher von den Weltaktivitäten zurückgezogen haben. Nur ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung des Letzteren. Durch die Massenmedien, die durch die Illuminati kontrolliert werden, wird ihnen eingetrichtert, dass sie, um ein guter Deutscher zu sein, ein tolles Auto, ein eigenes Haus, Familie, Karriere im Beruf, Markenkleidung und so weiter haben müssen. Nachdem sie dieses Bild des perfekten Mitgliedes der Gesellschaft dann durch jahrzehntelanges Fernsehen und Zeitunglesen in ihr Unterbewusstsein aufgenommen haben, sind sie nun fest davon überzeugt, dass sie diese Dinge wirklich brauchen. Das gleiche gilt für Verhaltensweisen oder Moderichtungen. Doch um dies alles zu bekommen, müssen sie sehr viel arbeiten. Doch so schnell arbeiten können sie nicht. Sie wollen diese Dinge ja jetzt schon. Also nehmen sie Kredite auf und kaufen auf Raten, und so werden sie langsam aber sicher in dem Netz gefangen, das für sie so perfekt ausgelegt wurde, und sind durch die Verpflichtungen und Schulden für die nächsten Jahrzehnte eingebunden. Dazu kommt die Familie und die Kinder, das Geld für den Urlaub, das Auto muss repariert werden. Und sie sind schlussendlich so in dem von ihnen selbst geschaffenen Teufelskreis gefangen, mit ihren ach so vielen Problemen, dass sie weder Zeit noch Lust und Kraft haben, nachzuprüfen, ob das, was sie gerade tun, überhaupt das ist, was sie wirklich wollen. Und irgendwann erkennen sie, dass sie gar nicht glücklich sind mit dem, was sie alles im Außen erschaffen haben und würden es heute eigentlich ganz anders machen, aber es ist ja zu spät. Das ist in einem einfachen Bild dargestellt,
was durch die Protokolle der Weisen von Zion geplant und seit Jahrzehnten in allen Ländern der Welt geschieht. Dazu mag kommen, dass sie sich den ganzen Problemen nicht mehr gewachsen fühlen und Alkohol oder Drogen als Fluchtmittel benutzen. Sind sie einmal so weit, ist das Rennen dieses Lebens fast schon gelaufen. Manche schaffen es dann trotzdem. Dass es nämlich niemals zu spät ist, zeige ich noch im nächsten Kapitel. Doch hier genügt keine Symptombehandlung, das heißt, dass man die Illuminati wie ein krankes Organ einfach herausschneidet, sondern hier muss eine Ursachenbehandlung vollzogen werden. Sie selbst sind nämlich die Lösung ihres Problems, beziehungsweise der Zustände, wie sie in diesem Buch aufgezeigt sind. Hätten sie nachgeprüft, wen sie wählen und was sie täglich unterstützen, würde die Welt heute anders aussehen, und es würden die Illuminati keine Macht über sie haben. Mit sie meine ich jeden Menschen dieses Planeten. Wie hat doch Ross Perot, US-Präsidentschaftskandidat der letzten Wahl, so schön gesagt: Wenn du herausfinden willst, was an deinem Land nicht stimmt, geh und schau mal in den Spiegel. Mancher wird an dieser Stelle womöglich einwenden: Moment mal, das hat doch schon lange vor mir angefangen, und außerdem sind hier über 6 Milliarden Menschen aktiv am Geschehen beteiligt, wieso soll dann gerade ich anfangen, etwas zu ändern? Weil ihnen bewusst geworden ist, dass hier etwas falsch läuft. Ihr Bewusstsein hat sich verändert, sie haben erkannt, dass es andere, bessere Wege gibt, mit dem Leben umzugehen, und unterscheiden sich nun dadurch von ihren unbewussten Mitmenschen. Sie tragen jetzt die Verantwortung über das Wissen, das sie gerade erlangt haben. Vorher hätten sie möglicherweise sagen können, ich hatte ja nichts davon gewusst. Aber jetzt wissen sie. Und nach dem Sprichwort mitgefangen, mitgehangen, können sie sich nicht mehr davon schleichen. Wir alle werden nur deshalb benutzt, weil wir nicht kritisch genug sind und aufpassen. Aber so wie wir selbst reingerutscht sind, kommen wir auch wieder heraus. Auf der physischen Ebene mag es von Bedeutung sein, Selbstversorger zu werden. Dass wir unser Getreide wieder eigenhändig anbauen, einen Brunnen bohren, ein paar Ziegen für Milch und Käse halten, alternative Energieversorgung, etwas Gold für den Notfall im Garten vergraben. Einfach unabhängig werden. Das muss auch nicht unbedingt bedeuten, dass man Abstriche vom gewöhnlichen Leben machen muss. Es gibt heute schon massenhaft Kommunen, die das auf einem fast schon luxuriösen Niveau betreiben. In den USA sicherlich mehr als in Deutschland. Doch es funktioniert überall. Sie müssen es ja auch nicht unbedingt alleine machen. Fragen Sie Ihre besten Freunde, denen Sie vertrauen, und machen Sie etwas gemeinsam. Zusammen geht es manchmal leichter, da wir Menschen alle einzigartig sind und jeder in irgendeiner Weise etwas Spezielles ist. Und deshalb können wir uns gegenseitig ausgleichen. Finden Sie Gleichgesinnte. Sie können anfangen, kritische Literatur zu lesen oder auf entsprechende Vorträge gehen. Bilden Sie sich fort oder formen Sie Gesprächsrunden. Themen wie zum Beispiel freie Energiemaschinen und der Bau derselben sind bestimmt nicht uninteressant. Aber auch über Gefühle zu reden ist von großer Bedeutung. Wichtig ist es, bei den Dingen auf den Punkt zu kommen und nicht nur herumzulabern und zu diskutieren. Manch ein Historiker hat sich selbst schon im Netz der Verstrickungen gefangen und seine eigene Ursachensetzung und Verantwortung auf die Zionisten oder Juden übertragen. Oder manch christlicher Nachforscher ging auf die Freimaurer los und glaubte, diese wären an allem schuld. Auch sind nicht alle Mitglieder der Familie Rothschild der Ideologie der Weltherrschaft verfallen. Also nicht über einen Kamm scheren. Sinn und Zweck dieses Buches war es nicht, irgendeine Tätergruppe festzunageln, sondern das Prinzip und die Vorgehensweisen zu erkennen und den entsprechenden Lösungsmöglichkeiten zu betrachten. Also hier nochmal ganz deutlich: Die Illuminati gehören keiner Religion, Partei, Nation oder sonstigen Gruppierung an, haben diese jedoch als Deckmantel benutzt. Deshalb sei hier noch einmal bemerkt, dass dieses Spiel zigtausend Jahre vor den Personen, die in diesem Buch erwähnt sind, begonnen hatte und auch nicht mit ihnen enden wird. Die Personen, die wir heute als Satanisten bezeichnen, oder auch die Vertreter der zionistischen Gemeinde, Rothschild, Warburg, sind nichts weiter als Figuren in einem Spiel, in dem es um viel mehr geht.
Rügeberg schreibt dazu: Rudolf Steiner hat schon vor 1920 darauf hingewiesen, dass die Namen der höchsten Mitglieder von okkulten Geheimgesellschaften überhaupt niemals in Mitgliederlisten auftauchen. Bei negativen oder schwarzmagischen Orden ist aber das Mindeste, dass alle wichtigen schriftlichen Unterlagen in einer Geheimschrift abgefasst sind, die nur mit Hilfe eines entsprechenden Schlüssels von Unkundigen gelesen werden kann. In dieser Beziehung werden die materialistischen Historiker noch viel zu lernen haben, wenn sie nicht auf die volle Wahrheit verzichten wollen. Die Illuminati sehen zuerst einmal sich selbst, wollen die mächtigsten sein und alles haben, also die ganze Welt. Sie leben in einem übersteigerten Ego-Bewusstsein. Deshalb können sie ebenfalls sicher sein, dass die Illuminati untereinander genauso dieses Machtspiel treiben, wie auch mit den Völkern. Jeder will der Beste, Reichste und Mächtigste sein. Ob diese Personen ruhig schlafen können und ein inneres Glücksgefühl und Erfüllung erfahren, ist jedoch zu bezweifeln. William Bramley zeigt beispielsweise in seinem Buch Die Götter von Eden, wie die menschlichen Illuminati selbst wieder benutzt werden und das ganze Thema der Geheimlogen mit Außerirdischen vernetzt ist, begonnen bei der Bruderschaft der Schlange. Diejenigen, die glauben, sie hätten die globale Macht, sind selbst wieder Marionetten von anderen Wesen. Auch hier bewahrheitet sich der Spruch: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.